shit. Arroganter Mistkerl. Wagt es, hier aufzutauchen. Wenigstens hast du ihn genauso überrascht wie er dich. Bist du noch so teuer? Oh, aber so geil, wirklich. Besser als der davor. Besser als ich erwartet habe. Was hat Gott für dich gemacht? Freya? Sorry, hallo, was geht ab? Was geht jetzt hier auf einmal ab alles? Hallo? Okay, ich brauche meine Axt. Ah. Shit! Oh mein Gott! What the fuck? Yo, Moment. Okay, bitte gib mir meine Axt zurück. Hab sie. Shit, aber ich kämpfe auch gerade wirklich, als spiele ich zum ersten Mal. Ich habe jetzt so viele Waffen, das überfordert mich ein bisschen. Ich bin dead. Yo, Bruder. Hey, warum war der jetzt so schnell? Ich krieg den noch. Der heilt sich selbst, das Arschding, okay. Ah! Okay. Das ist also die Waffe. Ein Dröpnierspeer. Boah, fast gestorben, das war so knapp. So viele Dröpnierspeere, wie man will. Na los, ich habe ein Tor gefunden. Alter Schwede. Aber ich mache mir Sorgen, ehrlich gesagt. Wir haben eine Waffe geschaffen, um einen Gott zu töten. Es fehlt nicht viel und du bist wieder dein altes Ich. Macht dir das Angst, noch einem brutalen Gott zu helfen? Ich habe Angst um dich, Bruder. 89 im Store 69. Wow. Den Krieg. Wenn dich das nicht mehr beunruhigt, hat Freya vielleicht recht. Vielleicht hatten die Riesen dich die ganze Zeit im Sinn. Wir sollen den Krieg anführen. Aber was hat Odin mit Tyr gemacht? Warum ist der auf einmal so... Weiß ich nicht. Der hat auch mal die Riesen angeführt. Oh, sollten wir hier reingucken? Nein, sollten wir nicht. Dass wir da lang nicht nach Hause kommen. Ja. Wir müssen mit dem Zug runter. Ich war ja da schon. Oh, wartet mal. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist nicht das passende Wort. Stecken Sie Speere in jede der drei Runen und sprengen Sie sie gleichzeitig. Okay. Okay, verstehe ich, leidvoll. Oh, hier haben wir gegen dieses Vieh gekämpft, wisst ihr noch? Wait, aber ich würde gerne diese Runen da finden. Okay,
Okay, also da ist eine. Ach du Kacke. Eine Bombe. Ausgeschaltet, aber ja. Wahrscheinlich eine von Bari, dem Zwerg, dem Erbauer der großen Halle Lir. Eine Bombe? Ich habe bis jetzt echt nur eine Rune gefunden. Runen. Oh, es hat geklingelt, Chat. Es kam irgendwie noch eine Nachbarin, die gerade im Homeoffice ist, runtergerannt. Oh mein Gott. Oh, da bin ich. Mit übelst dreckigen Socken. Dieser nice. Speer. Schön gelb. Bist du bereit, ihn einzusetzen? Zum Schutz von Atreus. Oh Mann. Ich bin niemand als Streiter, nur seiner. Und niemand als Gott. Das mag meine Gestalt sein. Aber nicht meine Natur. Naja. Hast du verstanden? Eine andere Meinung ist wohl kaum das Wichtigste, was ich für dieses Bündnis hinten anstelle. Oh, kalt. Solange der Plan vorsieht, Heimdall zu töten, spielt der Rest keine Rolle. Außerdem gibt's die Neuigkeit, dass Odin ahnt, was wir vorhaben. Ich wusste, ich habe Raben gehört. Verdammt. Was hat er gesagt? Lügen, Drohungen, mehr Lügen. Was hast du erwartet? Kasper. Ist das eine Lüge, dass Atreus in Asgard ist? Nein. Nein? Ich fürchte, das ist die Wahrheit. Dann spielt der Rest keine Rolle. Ich habe in der Nähe ein Tor gesehen, über der Bucht. Mit deinem Speer sollten wir es erreichen. Hier lang. Was ist das für ein Vogel? Okay, der Speer ist langsam. Was ist das hier? Der Grabstein. Da ist ein Schlüsselloch, passend zum Heft, das du gefunden hast. Und wenn ich recht habe, solltest du dich besser auf einen Kampf vorbereiten. Ein Kamm? Was kommt jetzt? Was ist das? Was habe ich getan? Ah ja. Ah ja, nice. Okay, cool. Mensch. What the fuck? Was war? Hä? Ich habe nicht mal eine Chance gehabt. Ja, doch ein bisschen leidvoll. Doch schon. Doch schon. Ist es Dorlin? Wartet mal, aber ich würde super gerne nochmal versuchen. Was war das? Atrefil, der Herzlose! Für den König! Okay. Sichere, falscher Gott! Schwachner kleiner Gott! I'm sorry. Fall vor mir nieder. Der Herzlose. Fall vor mir nieder. Boah, kann das schon was werden jetzt hier? Doch, den könnte ich schaffen, oder? Den habe ich bisher geschafft. Okay, ich lieber ausweichen, anstatt irgendeinen anderen Müll zu machen. Ah, okay. Ohne dich schaffe ich das nicht, Kratos. Aber den könnte ich bekommen. Ja, am besten nicht mit dem Schild, sondern einfach wegrollen. Ah, Vikings. Kappa, kappa, kappa. Nun. Atrefil, der Herzlose. Für den König! So viel zum Ausweichen. Boah, der geht mir ganz schnell auf den Sack, ne? Fall vor mir nieder! Oh
Shit. Shit. Ich, ja, bin dead. Auf jeden Fall. Fall vor mir nieder. Oh, aber ich lebe noch. Okay. Könnte trotzdem besser laufen. Ja, nee. Ah, aber warum bist du das nicht nervt an dem Game? Das ist immer so komisch fokussiert noch auf den Gegner. Du willst eigentlich wegrennen, aber es fokussiert und die Kamera lässt sich nicht weg. Okay, das juckt ihn irgendwie gar nicht. Ah! Du hattest nie. Ohne dich schaffe ich das nicht, Kratos. Ja, nice. Ich glaube, es ist mein erster Gomi. Also wenn das ein Berserker ist, dann ist das gerade mein erster. Weil ich mache irgendwie nicht diese ganzen Nebenmissionen, eher Hauptmissionen. Der Herzlose. Ja, ja. So, jetzt mit Ausweichen, aber. Fall vor mir nieder. Der ist machbar. Fall vor mir nieder. Nervi auf jeden Fall auch. Shit. Skolfer. Fall vor mir nieder. Oh, what? Oh, shit. Oh, Heilung oder Rage wäre jetzt. Okay. Ich habe die Englische noch nie gespielt in dem Game. Tatsächlich. Oh, ich würde den aber schon gern schaffen. Ja, ja. Boah, ich glaube, ich bleib bei meiner Axt. Ich glaube, ich kann mit meiner Axt einfach am besten auch. Ich heb mir mal Rage noch auf. Fall vor mir nieder! Halt deinen Mund, Minion! Boah, wie kann der denn so nerven, ey? Mit seinem Fall vor mir nieder. Oh nein, das wollte ich nicht machen. Oh shit, ich wollte mir die noch sparen. Wegen Gesundheit. Oh, das war jetzt ein bisschen blöd. Fuck. Fall vor mir nieder! Oh, man. Oh, okay, der macht es. Ah, ich kann nicht weg. Fall vor mir nieder! Was?
Gyarados. What? Der macht einmal so ein Kack-Stampf-Ding und ich bin weg? Schade. Aber der ist machbar. Er ist wirklich machbar. Perfekt. Mach dich bereit. Fall vor mir nieder. Oh, der geht mir aufs Schwein, Chat. Fall vor mir nieder! Oh, was? Boah, so nervig, ne? Guck mal, selbst die Rage macht er kaum Damage bei dem. Fall vor mir nieder! Schüttere, falscher Kopf! Zu den Wachen! Hä? Fall vor mir nieder! Boah, ich pass nicht, ne? Fall vor mir nieder! Shut up! Ah, ich seh nix! Oh, diese beschissene Kamera ab und zu, wirklich. Du willst was anderes sehen und es fokussiert weiter auf den Gegner. Selbst wenn du kurz R3 nicht mehr drückst. Sorry, dass wir jetzt versuchen, diesen Typen zu machen. Hello. Hey, Jules! Hello? Jules, was geht? Wo? What's up, Jules? Bin auf dem Hut. Oh, hat der auch einen anderen Spruch drauf? Hast du Angst? Fall vor mir nieder! Mein Gott. Der sagt auch nur zwei Sätze, oder? Okay, soweit so gut, aber... Oh, ich wollte nicht ragen. Nein! Ey, Rage bringt gar nichts bei dem. Vielleicht besser auf Heilung gehen. Man macht ja gar keinen Damage. Fall vor mir nieder! Na klar. Du solltest fliehen! Kein Damage, einfach so wenig! Fall vor mir nieder! Shit! Ja, mein Junge! Fall vor mir nieder! Shitty, 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 shitty! Shitty, 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 shitty! Boah, jetzt nochmal so ein... Selbst jetzt! Schöne Bescherung! Du musst meinen Stream gießen, Schluss. Mir geht's gut. Mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Okay, Dogo pennt gerade. Das ist sehr gut. Oh, so kacke. Ich versuch mal,
Oh, wir könnten auch mal wieder Freya ein bisschen hier. Ne? Vielleicht macht ihr dann mal wieder ein bisschen mehr für uns. Shit, ich vergesse immer die Leute zu leveln. Dankeschön, Jules. Sie nimmt ihre Walküren. Ich wusste nicht, dass Freya eine Walküre ist. Was habe ich verpasst? Hier, wir können ja auch leveln. Einfach nicht mehr lesen, einfach. Let's go. Äh, 2018 nicht auf 100%. Nee, noch nie auf 100% gemacht. Noch nie. R1, 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 R2. Ich bin nicht so der 100% Spieler irgendwie. So, was wollte ich jetzt machen, Chat? Ich wollte... Ach ja, ich wollte in meiner Rage hier mal auf Mut machen und nicht auf Zorn. Weil... mein Rage-Damage nichts bei ihm bringt. Vielleicht bringt mir Gesundheit mehr. Für den König! Let's try. Fall vor mir nieder! Halt deinen Mund, mein Junge! Sichere, falscher Gott! Jetzt kriege ich ihn. Jetzt kriegen wir ihn. Guck mal. Jetzt bin ich in Topform, Chat. Topform, Topform, Topform. Ja. Hab doch kein Damage. Aber wollen wir es mal nicht jinxen, wa? Hast du Angst? Hast du Angst? Oh, jetzt habe ich Damage genommen. Shady! Kann Freya mal ihre Walkürenform annehmen? Was passiert jetzt? Du bist ein schwacher kleiner Gott. Den habe ich sie hergespielt. Damn. Fall vor mir nieder. What? Alter Schwede, never. Okay, jetzt bräuchte ich Heilung. Achtung, hinter dir! Shit, das war übrigens knapp. Shit, das ist gerade übelst knapp. Ach du Kacke. Oh shit, okay, vielleicht sollte ich später wiederkommen, ein bisschen leveln. Ich meine, ich habe ihn fast, aber... der nervt mich ein bisschen. Ja, echt so leidvoll, wirklich. Er hat nur zwei Sätze. Knie vor mir nieder! Bla bla bla, Gott. Für den König! Oh, ich halt einfach deinen Mund. Fall vor mir nieder! Wachsam! Fall vor mir nieder! Oh, Jules, fuck, ich kann gar nicht gucken. Irgendjemand hat Bits donated, ich würde mal auf Jules schätzen. Aber ich kann gar nicht gucken. I'm sorry. Ich guck nach dem Kampf mal. Ich höre nicht auf. Zittere, falscher Gott.
Okay, es war Tools. Dankeschön für die 30 Bitsies. Shit, ich kann gerade nicht. Tools, vielen Dank. Es ist gerade sehr intens hier alles. Mein Gott. Fall vor mir nieder! Töt ihn! Ja, Mann. Du solltest fliehen. Mann, ich kann aber auch... Shit. Ich müsste mal dieses Ding da ran. Große Frage, wie bringe ich Freya dazu, mal ihre komische Form anzunehmen? Fall vor mir nieder! Oh, was? Du hattest nie eine Chance. Nö, ich gehe weiter. Scheiß auf den. Ich komme später wieder. Der geht mir auf den Sack. Ich level und komme später wieder. Der nervt mich. Ich gehe jetzt Dolin töten. Oder? Hey, wie komme ich denn da rüber? Ah, mit dem Speer wahrscheinlich, oder? Nicht? Kein Sperli? What? Anderer Winkel? Ah, doch Sperli. Knie vor mir nieder. Dolin, du kleines Arschiloch. Sprich. Du musst etwas für mich besorgen. Ein Hammer. Eine Waffe. Nein, ein Schmiedehammer. Kleines Ding. Ein Symbol des alten Widerstands. Gildensolidarität und so. Zumindest war das mal. Bis in die Asen unter der protzigen Zwergenstatue in der Bucht vergruben. Die Zwerge würde es freuen, ihn wiederzusehen. Hast du keine Angst, dass die Einherja das mitbekommen? Der Allvater hat mir wegen euch fast die Kehle durchgeschnitten. Ich gebe einen Scheiß drauf, was er denkt. Komm zu mir in die Taverne, wenn du ihn hast. Okay. Mit dem Speer wirst du sicherlich neue Gebiete in der Bucht erreichen können. Ja, bei der Gelegenheit könnten wir auch gleich nach Dürlins Hammer suchen. Nö, wir gehen. Wir gehen es einfach. Egal. Wir gehen nach Midgard. Nee, oder? Sindri. Ja, doch, Sindris Haus. Zurück nach Hause. Jetzt, da du eine Waffe gegen Heimdall hast, müssen wir nur einen Weg zu ihm finden. Ja, wenn das noch der Plan ist. Ist es. Ich beschütze meinen Sohn. Tja, dann ist der ursprüngliche Plan, Ragnarök zu vermeiden, wohl etwas auf der Strecke geblieben. Das entscheidet Odin. Genau das ist es, was mich beunruhigt. Hör mal, was er zu dir gesagt hat. Das bedeutet Scheißer zerreißen. Madamadakoi. Oh, diese Sekiro-Kacke auch. Jules, ey. Good times. Jules, dankeschön für den Fünfer. Den Scheißer zerreißen wir nachher Madamadakoi. Jules, dankeschön für die 5 Euro. Wir zerreißen den dann noch. Jules, vielen Dank für die 5 Euro. Wir müssen alle Einzelheiten überdenken. Den Scheißer. Jetzt mal nichts überstürzen. Dankeschön. Warten wir, ob Sindri erfolgreich war. Den Scheißer zerreißen wir dann, Madamadakoi, wie gut. Das machen wir noch. Wir zerstören ihn heute noch. Jetzt gibt's erstmal eine kleine Bruder-Cutscene. Da ist er! Hey! Zeig mal den Speer! Sieh dir das an! Madamadakoi. Ey Jungs, wollt ihr mal reden über eure Probleme so von damals? Ach so, ich brauch den Weg gar nicht laufen. Oh. Jetzt mach endlich! Wo ich laufe immer, wegen den Gesprächen. Oh, sieh einer an. Etwas ganz Besonderes. Brauchst du mir nicht zu sagen. Hast du einen Weg nach Asgard gefunden? Nicht wirklich.
Ganz in der Nähe traf glaub ich Divina. Geil. Oh. Muss aufpassen. Wir haben uns fast die Köpfe abgerissen. Doch inzwischen ist er sanfter. Ein wenig. Zu deinem Pech ist er immer noch schrecklich stoisch. Na. Immer sein. Oh, geil, Bina. Mach uns was mit. Dich sprechen zu lehren, wird wohl meine Aufgabe. Dein Vater lehrt dich das Jagen. Aber vielleicht bleibt das auch an mir hängen. Denn er scheint nur noch knurren zu können. Hast du deinem Sohn nichts zu sagen? Was soll ich denn sagen, Faye? Irgendwie sieht sie aus wie Sansa Stark oder so. Lass ihn deine Stimme hören. Dich kennenlernen. Besser für ihn, wenn er so wenig wie möglich weiß. Wissen muss nicht immer eine Last sein. Man meint, der mächtige Gott des Krieges fürchtet das eigene Kind. Ich fürchte nicht unser Kind, Faye. Ich fürchte um ihn. Oh. Er ist unschuldig. Wir sind nicht unsere Fehler. Wir sind nicht, wer wir waren. Wir müssen besser sein. Oh, er hält ihn jetzt. Atreus ist unsere Zukunft. Oh. Oh. Beschütze ihn, Kratos. Oh Gott. Kleines Baby. Beschütze unseren Sohn. Albtraum einfach. Hat ihn aus den Händen verloren. Sehr sauer. Oh shit, jetzt wird er nach Asgard gehen und diesen kleinen Scheißer umbringen. Ey, Horizon, was geht ab? Let's go, jetzt wird gezockt oder was? Jetzt ist er sauer, endlich. Los, Kriegsgott. Ja, schlag die Wand ein, da geht's bestimmt nach Asgard. Komm, noch ein Schlag. Mach kaputt das Scheißhaus. Hol deinen Sohn zurück. Nochmal. Oh, das ist Atreus. Was hat dir die Wand getan? Ich konzentriere mich. Hat mein Vater mir beigebracht. Das klappt? Noch nicht. Und worauf konzentrierst du dich? Meine Gefühle zu kontrollieren. Heimdall versucht, mich aus der Ruhe zu bringen. Wir müssen Heimdall töten.
Ich darf nicht nachgeben. Thrud, hey. Nur Thrud, ganz ruhig. Du trainierst ohne mich? Ist das eine gute Idee? Die Tochter von Thor, also, glaube. Ich find's toll, aber wird deine Mutter nicht böse sein? Das stimmt. Aber bedenke auch... Nein, das tat gar nicht weh. Nein. Also Großvater will dich sehen. Oh, Wille. Klar, gut. Hier, dann nimm das. Und beste Grüße an Sif. Ja, Sif. Und Atreus. Bis später. Und Thrud. Tschüss, Thrud. Jungs aus Midgard sind so seltsam. Das kann gut sein. Ihr zwei. Die hat aber auch krasse Schwerter an ihrem Ass, ha? Milchquark ist für Mama. So will er helfen. Wir haben Sif noch gar nicht gesehen, ha? Du musst ins Arbeitszimmer. Bis später. Okay. Wie ist der Sohn nach Odin gekommen? Oh, Chat, wisst ihr noch, wie er nach Asgard gekommen ist? Ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall hat Odin ihn eingeladen und er ist freiwillig dahin gegangen. War es durch ein Portal oder so? Ich weiß nicht mehr genau, wie er nach Asgard gekommen ist. Wir sind an so eine Mauer hochgeklettert, aber was ist vor der Mauer passiert? Hast du auch eine Luftkühlung im PC? Yes, ich habe auch Luftkühlung. Jetzt darf er nicht mehr zurück. Nein, gut ausgestattet. Wo fange ich an? Also laut... Es gibt so eine Prophezeiung. Laut Prophezeiung soll Atreus so eine Art Diener für Odin sein, mit ihm zusammenarbeiten und er glaubt halt, dass er ihm irgendwie helfen will und so. Aber ich glaube, Odin, das ist, glaube ich, nur eine List, I guess. Also laut Prophezeiung arbeitet Odin mit Atreus zusammen und Kratos stirbt. Atreus versucht das irgendwie zu ändern. Und ist jetzt erstmal der Einladung Odin gefolgt. Mal gucken, was noch passiert. Ah ja, genau. Hugin und Munin. Genau, genau. Stimmt, die Raben. Ich soll ins Arbeitszimmer. Oh, wir können ja aber belauschen auch. Es ist viel komplizierter, als du glaubst. Du brauchst nicht zu wissen, warum Dinge getan werden. Ich bin alt genug. Hier geht's nicht um dein Alter. Worum geht es denn dann? Denn zu dieser Zeit wurden Magni und Modi auf den Weg geschickt, der zu ihrem Tod geführt hat. Ich verstehe nicht, weil du es nicht versuchst. Dann hilf mir. Warum willst du unbedingt denselben Weg einschlagen? Und dann auch noch mit diesem Jungen. Um ihn geht es nicht. Ich... Das ist mein Traum. Hast du denn nie... Du bist nicht irgendeine Hofmagd. Wir sind Asen. Wir haben Pflichten, keine Träume. Und du musst das endlich begreifen. Manchmal hasse ich dich. Und was ist mit Fenrir? Gibt es noch einen anderen Fenrir als der Wolf vom Anfang? Es wurde nämlich auch irgendwas von Fenrir erzählt, dass Fenrir aus den Ketten sein soll. Ach. Oh, ich weiß es nicht. Nicht hier. Vielleicht ist Odin in seiner Bibliothek. Oh, ich weiß auch nicht, Brocken. Ich spiele das Spiel nicht auf 100%. Ich konzentriere mich nur auf die Hauptstory. Hoffentlich bittet er mich nicht, das hier zu ordnen. Was meinst du denn damit? Ich verstehe es einfach nicht. Die Maske, den Riesen herzubringen, der meine Söhne getötet hat. Warum? Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Hör auf, deine Frau für dich denken zu lassen. Sie trübt das bisschen Verstand, das du noch hast. Hier geht's nicht um sie. Nein, es geht um deine eigenen Grenzen. Finde dich mit ihnen ab. Geh doch etwas zertrümmern, hm? Ganz ehrlich, als Trunkenbold warst du mir lieber.
ich glaube, dass Thor noch versuchen wird, uns umzubringen. Ich meine, Atreus und Kratos haben seine Söhne umgebracht halt einfach. Loki, komm her. Bitte, danke. Ey, Tino, wo warst du stehen geblieben, als du abgeschaltet hast? Ich hab's endlich verstanden. Hier hast du Ymir getötet. Oh. Nicht wahr? Den ersten Riesen. Der erste Riese war Ymir. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht. Ist Atreus Fenrir? Hat etwas Großes oh shit, ich hab keine Ahnung. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun, um die Meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals nach Ymirs Tod. Da sah ich etwas, den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhall. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Und das ist die Wahrheit, die ich schwöre, bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Wird er sterben durch Ragnarök? Benutzt er ihn deshalb? Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem. Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du? In Ordnung. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Thor? Trudi? Fruit, oder wie sie heißt. Ich denke, ihr zwei kommen mit der Verantwortung zurecht. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Och, nee. Welch ein Privileg. Für uns alle. Oh, warte. Du willst nicht ohne das hier die klirrende Kälte Helheims betreten. Every Lau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Mir weint nicht mal Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Frut, schade, dass dein erster Ausflug ausgerechnet nach Helheim. Und dann noch mit ihm. Das Beste draus. Also Trud ist auf jeden Fall die Stimme von Lara Trautmann, das so hört man. Ich auch auf euch Kinder aufpassen würde, ich muss etwas anderes für den Altvater tun. Heimdall nervt mich ohne Ende. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann schreit, damit ich eure Leichen finden kann. Wieso haben wir jetzt einen... ein Arschloch. Ja, danke. Finden wir das Maskenteil. Ich glaube, Odin will Atreus um Ragnarök zu verhindern, weil er sonst stirbt. Oder ich glaube, er weiß, wenn Ragnarök passiert, dann wird er sterben. Ich weiß nicht wie, aber was will er sonst mit Atreus? Ist nur eine Prediction, bitte nicht spoilern im Chat. Ich bin gespannt. Endlich kann ich mich an der Seite des echten Valkyrie-Experten erproben. Zunächst einmal sind Hehlläufer nicht zum Vergleich zu Valkyren. Außerdem dachte ich, du glaubst mir nicht. Zwei Stunden weg. Kratos hat eine neue Waffe bekommen von so einer Meerjungfrau. Und Kratos möchte Heimdall töten. Also der Typ, mit dem wir gerade unterwegs sind. Was ist noch passiert?
Atreus ist immer noch ein Asgard. Ach du Scheiße. Deine Chance. Boah, ich hab Atreus vermisst, Mann. Wait, sie kämpft auch mit Blitzen? Übrigens glaube ich dir, dass du die Walküren besiegt hast. Ich glaube nur nicht, dass Großvater sie verdarb oder die Verwüstung in Midgard verursachte oder alle Riesen töten ließ. Habe ich was vergessen? Ziemlich viel sogar. Der denkt auch, ihr Großvater ist netter, ne? Die wissen das wohl gar nicht. Odin hat auch gut rumgebimst, oder? Der hat ganz schön viele Kinder. Mehr Hehlläufer! Ich mach das! Was? Soll ich einfach nur zusehen? Auf keinen Fall! Ich muss ja sagen, diese Krieger sind nicht so schwer zu bezwingen. Hier geht's ab jetzt, oder was? Jo. Diese Knackmare. Ach, sie macht das schon, na dann. Bei der Atreus würdest du die größten Schwierigkeiten. Oh, ich liebe Atreus. Mal sehen. Er hat Vanaheim verwüstet, Tyr gefoltert, Groa ermordet, Ymir getötet und vieles weitere. Interessant. Und wer hat dir das erzählt? Sie wissen das alles gar nicht. Oh, also seine verräterische Ex-Frau und ein verbitterter ehemaliger Berater. Klar. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber... Nein. Entweder redest du Blödsinn oder du bist ein Heuchler, weil du ihm hilfst. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Vielleicht wird die sich noch gegen ihren Vater stellen. Können wir sie töten? Schade. Thrud. Mein Vater war nicht immer so wie jetzt. Er hat sich geändert. Vielleicht kann Odin das auch. Ich weiß, es ist schwer zu ertragen, aber du solltest die Wahrheit wissen. Was du damit anfängst, das liegt bei dir. Ah, okay, leidvoll, okay. Ich liebe das. Ich würde gerne mal wissen, was Thrud in die Haare macht. In der Dreiwettertaft auf jeden Fall. Die sitzt, die Friese. Okay, let's go in die Eiswelt. Nilfheim. Oder? Ja, ich glaube Nilfheim war es jetzt. Sackgasse. Hier hat die Maske aus. Okay, alles klar. Oh. Helheim, okay. Gehen wir zurück. Wir finden einen Umweg. Muss aber da rein. Oh, nee. Siehst du? Mehr Hehlläufer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Klar. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wow, du kannst dich in einen Wolf verwandeln? Jo. Ach so, da hinten. Oh. Geilo. Ich bin noch nicht fertig. Alter Schwede. Wie kommen denn hier? So, aggro. Ich überlege, ob ich mir die Kopfhörer holen soll, die du trägst von Logitech. Würde ich für die Musik benutzen. Die sind übelst geil. Das sind bis jetzt meine Lieblings-Headsets. Kopfhörer von Logitech oder Logitech G-Bro-Headset ist auch geil.
Vielleicht geht's mit der großen Kiste. Ich schaff das. Klar doch. Hey, bei uns ist alles gut, oder? Ja. Schätze schon. Vielleicht sind unsere Familien dazu bestimmt, Feinde zu sein. Aber... Seid Aloy. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass du eine tolle Valkyrie wärst. Das werde ich auch deiner Mutter sagen, auch wenn sie mir echt Angst macht. Sif. Das bedeutet mir viel. Danke. Jetzt müssen wir ein Maskenteil finden. Warum sollte man eine Valkyrie werden wollen? Feuert eine Kaskade zerstörerischer Schallpfeile ab. Oh! Ja. Oh, ich mach das irgendwie nie, diese Dinger, oder? Ich weiß nicht mal, wie ich das mache. Ah, doch. Kommt es wieder runter? Na gut. Hier geht's auch nicht weiter. Was jetzt? Weiß Maske? Nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, was wir brauchen, ist hier. Ja, wir müssen da durch. Hm. Was wir brauchen, ist hier. Okay, ich lasse einfach irgendwas einstürzen. Toll. Ja. So schade, dass das nicht. Vielleicht das andere? Sie ist durch den Boden gebrochen. Vielleicht unser Weg hoch. Gehen wir runter und sehen nach. Ja, easy. So, komm, ist hier ein fetter Gegner? Bestimmt. Wait, wie komme ich hier hoch? Ah! Jetzt laufen wir. Ich vermisse ein bisschen Eisenwald. Oh. Erledigen wir sie. Oh shit. Was zur Hölle? Wow. Was ist das? Keine Ahnung. Halt sie für dich auf. Nein, ich schaff das. Kann ich hier essen? Wie aufregend. Oh, Alter, ey. Oh, hinter mir ist noch jemand. Sick. Sehr, sehr gruselig. Oh, let's go, Bina. Müssen wir heute auch noch irgendwas reinziehen? Guten Hunger, Bina. Und hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's runter, aber. Augen auf. Wir können hier runtergehen. Sehr gut. Weiter. Wir gehen einfach unten. Was sagt die Maske? Lang. Also, das Signal der Maske ist etwas seltsam mit all diesen Hindernissen. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Du glaubst? Jo. Jo, jo. Oh, um 9 gegessen. Mm. Ich habe vorhin eine große Schüssel Schinken. Du hast Schinken gegessen? Eine Schüssel Schinken, Kasper? Ach, Schinkennudel. Ach so. Ich dachte nur Schinken. Wir haben Gesellschaft. Geil. Einfach eine Schüssel mit Schinken gegessen. Oh. Jojojojojo. Ah. Oh, ich hoffe, dass sich Trud uns anschließt. Wie aufregend! Die muss einfach die Wahrheit über ihren Vater wissen. Hier lang? Nicht über ihren Vater, über ihren Opa. Das hier muss gut laufen. Meine Familie muss sehen, was ich kann. Ich weiß. Geht mir auch so. Ey, aber warte mal, meine Maske vibriert hier.
Maski? Hier lang? Wait. Maske? Ja, müssen wir. Das ist halt eine Wand. Hä? Hier irgendwas. Aber, hä? Check ich jetzt nicht? Hier ist doch nur eine Wand. Hier hört es schon wieder auf. Was will die Maske von mir? Hier? Hier hört's auf. Hä, was will diese Maske von mir? Wir müssen wohl hier durch. Ey, die hat hier die ganze Zeit nicht angeschlagen. Lass mich das übernehmen. Oh, die ist strong. Also, das Ding wehrt sich mächtig. Siehst du was da drin? Ich sehe. So. Oh. Gut. Was immer du getroffen hast, ist durch den Boden gekracht. Gehen wir nachsehen. Alright. Also, ich spreche viel von Mutter. Wie ist dein Vater so? Er ist heftig. Heftig. Ich würde mich in eine Form pressen wollen. Aber ich weiß nicht, ob ich das bin. Uff. Tja, ich weiß genau, wie das ist. Allerdings weiß ich nicht, was ich will. Ich find's toll, dass du es weißt. Du kriegst es raus. Okay, Maske wieder. Wo ist sie hin? Achso, wir müssen wieder hier hoch. Ah! Oh, na klar. Oh shit. Oh mein Gott. Was? Mehr davon! Boah. Ein bisschen an die Maske aus der aus dem Jim Carrey Film. Oh mein Gott. Erstmal alle wegschnetzeln. Was geht hier ab? Loki, Achtung! Übelst Action gerade schon wieder, oder? Wow! Oh, hinter mir. Ich bin noch nicht fertig. Oh, der Rausch. Ist er hier?
jemals nach? Nein. Oh. Tut er nicht. Mutter wird echt Probleme haben, mich nach all dem in Asgard zu halten. Oh, gute Frage, Bina. Ich hoffe nicht für dich. Haben die schon irgendwas dazu gesagt? Nee, ne? Wow. Die Maske hat vorhin gerade ausgesagt. Aber natürlich ist er versperrt. Okay, vielleicht dann. Wollen Sie die Leute draußen halten? Oder etwas darin? Man kommt bestimmt anders vorbei. Das geht immer. Dann hier lang. Spaß. Man kommt anders entlang. Schade, ich komme nicht hoch. Boah, Ghost of Tsushima ist auch ein geiles Game. Sehr, 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 sehr geil. Das habe ich sogar noch weitergespielt, nachdem ich die Hauptstory durch hatte. Okay, gehen wir nochmal zurück, oder wie? Aha, da ist mehr Klingstein. Du weißt, was zu tun ist. Klingstein. Ah, hier. Ich habe das gar nicht gesehen. Danke dir. Trudy. Sehr gut. Warum wolltest du Valkyrie werden? Das stimmt. War nicht immer so. Ja, warum? Nach einem Streit mit Mutter riss ich aus und sah sie trainieren. Irgendwie hatte jede ihrer Bewegungen ein genaues Ziel. Als wüssten sie genau, wo sie sein müssen. Und in dem Moment wusste ich es auch. Also, wohin jetzt? Wir haben Sif noch gar nicht gesehen. Jetzt schmeißen wir diese Kiste hier weg. Warte mal, meine Maske vibriert. Wir müssen wohl hier durch. Sie kann das ja wegschieben, oder? Sie ist... Alles klar. Zu schwer. Sei still. Es ist blockiert. Ich schau mal nach. Aber ich will den Rest hören. Abgemacht. Ich schau mal. Zu schwer. Aha. Nicht schlecht. Ich weiß. Oh, sie ist strong. Ich bin nicht sicher, ob es nächstes Jahr kommen wird oder ein anderes. Die Valkyren kämpfen zu sehen. So viel Kraft und Stil, ohne Kompromisse. Hat mir aber das ist ein geiles Game, ey. Ghost of Tsushima. Ey, wir sind drüben. Easy. Leider müssen Riesen der Prophezeiung folgen. Wen kümmert's? Finde deinen eigenen Weg, so wie wir es hier machen. Irgendwie sagt ihm das jeder, oder? Finde deinen eigenen Weg. Ey, bist du... Oh, das Schiff ist aus dem ersten Teil. Dieser Kampf da drauf. Kiste. Mal sehen. Bestimmt sagt die Maske, geh hier rein. Oh, ich weiß, Bina. Finde ich auch nervig, den Kampf. Habe ich gehasst. Zur Seite, Hänfling. Boah, die ist strong, ey. Die hier klemmt auch. Aber sie lockert sich schon. Ja, ich guck mal. Ich kann nichts schießen diesmal. Du machst es schon. Oder? Oh, imagine, die wird jetzt einfach zerquetscht. Nee, ich kann nichts machen, Girl. Vielleicht sollte ich still sein und mich konzentrieren. Nee, ich kann nichts machen, da ist nichts zum Schießen. Ich muss sie nur noch etwas bearbeiten. Du schaffst es. Muss ich vielleicht doch was machen? Scheiße, ich weiß es nicht, aber hier ist nichts, ich sehe nichts. Ja.
Was muss ich machen? Auf ihren Stiefel schießen? Hä? Wo ist denn Stiefel? Bin ich gerade unnormal lost? Kann schon sein. Ich spüre es. Sie bewegt sich wirklich. Hä? Vielleicht sollte ich still sein und mich konzentrieren. Aber... ich kann nichts machen gerade. Hey, Chat, seid ihr sicher? Oben rechts? Ich spüre es. Sie bewegt sich wirklich. Aber das geht doch nicht. Ich glaube, ich bin krass. Sie nur noch etwas bearbeiten. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich still sein und mich konzentrieren. Am Tor? Ich muss sie nur noch etwas bearbeiten. Wait, what? Hä? Aber hier ist doch nichts. Ich muss sie nur noch etwas bearbeiten. What? Ich check echt nicht, was ich machen soll. Die kann sich doch auch einfach mehr Mühe geben, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinschießen soll. Ist doch gar nichts. Ich muss sie nur noch etwas bearbeiten. Ja, als ob ihr checkt, wo ich hinschießen muss, oder? Bin ich jetzt echt so raus? Ich muss sie nur noch etwas bearbeiten. Sieht so aus. Ich hab das nicht gesehen. Ich dachte, ich soll auf ihren Stiefel schießen, Chat. Auf ihren Stiefel, den sie anhat. Legen wir los. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Ich hab's echt nicht gecheckt, Mann. Scheiße. Nun. Ich bin noch nicht fertig. Komm über. Na, das läuft doch. Aua. Krank. Oh, hinter mir. Boah. Das macht dich so einzigartig. Ach, meine Dummheit. Meine Dummheit macht mich einzigartig. Na gut, Chat, wenn ihr das so seht, dann, ey. Ist doch gar kein Thema. Schön, dass ihr da seid, ne? Meine Dummheit. Scheiße. Wenn wir an der blöden Kiste vorbeikämen. Ja, du hast doch Power. Gib alles, Girl. Muss ich jetzt wieder auf ihren Stiefel zielen? Ey, warte mal, die Maske will mir irgendwas sagen hier. Oder? Wir müssten wohl da durch. Ist aber versperrt. Ich kann doch mich hier durchquetschen. Okay, ich sehe, die hat einen Plan. Ich könnte sie bewegen. Aha! Kommst du jetzt hoch? Versuch die Kiste auf der anderen Seite irgendwie abzuschneiden. Ich warte hier. Neues. Jawohl. Ingrid. Ach, danke dir, lieber. Ihres Großvaters. Sie sollte die Wahrheit wissen, oder? Ja, schätze ich auch. Die kommt vielleicht noch auf unsere Seite. Ja. Nein, ich spreche mit Ingrid. Tja, ich warte. Es werden 3 Spektralwölfe herbeigerufen. Oh, das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ja. Aber ich benutze es irgendwie sehr. Ich benutze irgendwie alles selten. Woraus kann ich die Kiste besser sehen? Okay, ja. Geschafft!
Das habe ich gecheckt. Wow. Ich sollte zurück. Oh mein Gott. Hey, was ist da draußen los? Geht's nix, gut? Ich schaff's schon. Sehr gut, Loki. Mach sie platt. Diese Kack-Wiederkehrer, ne? Oh, oh. Gott, auf die Rätsel. Oh ja. Zwei? Okay. Wunderbar. Oh, ach, das ist das mit den Wölfen. Ich verstehe, okay. Habe ich das auch mal benutzt? Los, Ingrid. Aua. Boah, ich hab sie jetzt. Boah, hab sie. Huh. Ah, weiß ich nicht, weil er der Riese Loki ist vielleicht. Vielleicht, weil das seine Bestimmung ist? Ich weiß es nicht. Gut, der Weg ist frei. Los geht's. Wow, die Maske dreht durch. Wir sind fast da. Kiste. Okay, letztes Maskenfragment. Oh nein. Was war das? Guck mich nicht an. Du warst doch schon mal hier. Das war... Nicht. Doch. Aber nicht nach nichts. Ein fetter Gegner. Ein fetter Troll. Ein Eistroll. Ich sag Eistroll. Yep. Wir müssen hier weg. Ein Wolf? Wir sind so nah dran. Ich glaube, der ist nicht gefährlich. Das ist ein Wolf. Gerade dasselbe. Fenrir? Ist er aus gutem Grund angekettet? Ich kann fühlen, was er fühlt. Er ist so ein Riesending. Er will einfach nur frei sein. Er ist angekettet. Das Teil muss hinter ihm sein. Vertrau mir. Ein angeketteter Wolf, das muss doch Fenrir sein. Oder? Oh mein Gott. Screenshot. Oh, der Arme. Holy shit. Lass mich doch kurz gucken. Ein angeketteter Wolf. Davon wurde gesprochen. Na schön, ich warte einfach hier. Ich könnte den jetzt auch befreien. Wo ist sie denn? Na also. Schläft tief und fest. Auf zum nächsten. Boah, der Arme, guck mal. Ist Fenrir aber böse oder ist er nett? Ich meine, er ist ein Wolf. Atreus ist auch eigentlich ein Wolf. Riech mal. Riechst du mich? Jetzt Nummer zwei. Nimm mal eine Nase. Schnupper mal. Holy shit. Der hat auf jeden Fall gelitten schon. Worauf wartest du? Einfach noch einer unter seinem Fuß. Wow. Ist Fenrir ein Gott oder so? Oh! Achtung! Oh!
räudiger Köter. Okay, Fenrir ist frei. Wir in der Kammer von ihm nach. Mach's gut, Fenrir. Aber wartet mal, mein Wolf am Anfang hieß auch Fenrir, oder? Von Atreus. Oder hieß er anders? Ja? Eine Sackgasse? Sag mir, dass es unten im Wasser ist oder so. Da ist... Wie? Sie reagiert nicht mehr. Das ist noch nie passiert. Du sagtest, ich soll dir vertrauen. Und wir haben dieses Ding befreit. Hat Fenrir Großvater das geschluckt? Bring mich um. Wir müssen hier weg. Komm schon. Hehl entfesseln. Thrud, warte. Vielleicht haben wir es übersehen. Vielleicht ist es hier irgendwo. Thrud, Thrud. Alles wird gut. Wie kannst du das sagen? Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, bringe ich es in Ordnung. Ich finde das Teil. Ich glaube, Fenrir hat das. Der Wolf. Gegessen. Damit Odin das nicht bekommt. Der Riss ist eine Kralle. Du unfassbar, unfähiger Volltrottel. Du weißt, dass das Ding Löcher zwischen den Welten reißt, ja? Tja, ich hätte wohl auch nichts anderes erwarten dürfen von einem Halbblut. Nenn mich nicht Halbblut. Ich werde dich nennen, hey Frozen, wie es mir gefällt, Kleiner. Lass ihn in Ruhe. Es war ein Fehler. Nein, der Fehler war, dich glauben zu lassen, dass du schon bereit wärst. Du hast ihm geholfen, oder? Es passt ihm nicht, dass Fenn, also dass der Wolf... überhaupt. Püppchen. Find es doch heraus. Oh. Oh. Und was willst du jetzt genau unternehmen? Weißt du, jeder hier nimmt Rücksicht auf dich, denn sie fürchten sich vor deinem Vater. Doch ich nicht. Dieser fette, betrunkene, nutzlose Versager! Hey! Nochmal! Ja, die Dummheit fällt nicht sehr weit vom Stamm. Na dann mal los! Versuch dein Bestes. Du hast noch viel zu lernen, Kleine. Als erstes... wer deine Familie ist und wer eben nicht. Warte nur, bis ich eine Walküre bin. Oh. Du glaubst tatsächlich, der Allvater würde dir das erlauben? Bitte, lass doch dieses kleine Wiesel nicht deine Wahnvorstellungen noch unterstützen. Es reicht! So knapp. Stopp! Er will dich nur wütend machen. Ja? Das hat er. Wow! Boah, er ist echt ein Arsch. Ihr Kinder seid ermüdend. Seid ihr jetzt fertig mit eurem kleinen Trotzanfall? Dann sollten wir gehen. Ich kann es nämlich kaum erwarten, wie ihr diesen Riesenschlamassel dem Allvater erklärt. Oh, das wird einfach großartig. Hugin! Hey, wait. Verdammt, er ist nicht hier. Vielleicht im Arbeitszimmer. Oh Mann, der wird durchdrehen. Vater wird mir helfen. Nachdem der Altvater ihn mit eingezogenem Schwanz weggeschickt hat? Wohl kaum. Und du, Loki von den Jötnar, deine Inkompetenz verfolgt mich. Sie hält mich nachts wach. Wenn du meinst... Nein, im Ernst. Ich finde die Nuancen und Abstufungen deiner Unfähigkeit fast schon... Wenn wir deine Nutzlosigkeit als Brennstoff nutzen könnten, könnten wir die ganze Stadt beheizen. Gut, ich bin schuld.
aber lass sie da raus. Ich brauche deine Hilfe nicht. Verzeih. Spar dir das für den Allvater. Okay, Moment. Um das jetzt mal ganz kurz meine Theorie zusammenzufassen. Der Wolf, wenn dieser Wolf, es ist ein angeketteter Wolf. Halt mal ganz kurz deinen Mund, Heimdall. Dieser Wolf ist angekettet gewesen. Es wurde von einem angeketteten Wolf am Anfang von diesem Spiel gesprochen, was ja dann Fenrir sein müsste. Jetzt hat Heimdall die kleine Trut, ich sage mal Trut, gefragt, auf welcher Seite sie steht. Kann es sein, dass Fenrir Odin töten will? Und er jetzt deswegen ein Problem hat? Noch schlimmer, aber nur zu, wenn du dich noch weiter reinreiten willst. Das ist jetzt mal so meine Theorie. Und diese Risse von der Kralle. Odin meinte, er hat in diesen Riss reingeschaut. Hat er vielleicht sein Auge durch Fenrir verloren? Weil da auch so ein Riss war. Das ist jetzt so meine Theorie. Riesenwolf gegen Allvater Odin. Ein tödlicher Wolf, der durch Dimensionen reisen kann. Oh. Nur nicht zu lange über die schwebenden Felsen nachdenken. Das wäre krank. Also wenn das das Ende ist und Fenrir tötet Odin. Wir haben viel zu besprechen. Loki, ich komme zu dir, wenn ich hier fertig bin. Dauert nicht lang. Na gut. Was wird es dann für ein epischer Kampf? Besprochene Gegenstand ist da. Und Odin benutzt uns halt, hingegen, nun ja, um diese scheiß Maske zu finden. Sie sind ja nur Kinder. Schöne Theorie. Vielleicht ist da aber was dran. Die Frage ist dann, ist unser Fenrir auch dieser Fan? Ich weiß es nicht. Reden, Loki. Geh lieber spielen. Ja, ich glaube auch Kasper. Weil es steht ja was auf dieser Maske drauf. Vielleicht, ja, vielleicht. Wenn wir ihn nur anstarren und nicht sagen, vielleicht und geht. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Nichts, bevor er weg ist. Okay, er wird auf jeden Fall ausrasten, ne? Vielleicht können wir lauschen. Kein Lauschen. Ich weiß, dass du zuhörst, Loki. Es dauert nicht lang. Oh, oh Gott. Oh Gott, er wird ausrasten. Das ist nicht schlimm. Können wir jetzt mal lauschen? Er sagte, geh schon. Okay. Okay, die wissen, dass ich hier bin. Was ist, wenn ich ganz kurz weggehe und noch mal kurz zurückkomme? Vielen Dank auch. Throat, ich will es nicht hören. Psst. Alles war gut, bis du aufgetaucht. Oh nein, jetzt geht's nicht mehr. Ich mach's wieder gut, ich schwöre. Jetzt. Jetzt, psst. Ich scherze nicht, mein Sohn. Oh Mann! Scheiße! Oh, wir können dir nicht belauschen. Er kommt gleich. Er wird mir gleich so den Arsch versohlen, dass wir diesen riesen Wolf freigelassen haben. Was ist, wenn wir jetzt... Ja. In solchen Momenten fehlt mir zu Hause. Ingrid, hast du ein Zuhause? Bevor du herkommst, jemand, der sich um dich gekümmert hat? Das klingt wie ein Ja. Vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Ohne es zu vermasseln. Na, klingt das gut? Oh, nee. Hallo? Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Ich habe gehört, was Heimdall gesagt hat. Aber was hat er gesagt? Ich würde es gern von dir hören. Was war los? Es war nicht da. Doch, Fenrir muss es gefressen haben. Tja, wir alle machen Fehler. Damit Odin das nicht bekommt.
Durch Garn befreien. Das Garn. Ein großer Chaos breitet sich bereits in den anderen Welten aus. Garn heißt der Wolf? Wir sind sicher. Hier in Asgard. Okay. Doch überall sonst? Ich glaube, ich will jetzt nach Hause. Na schön, wenn du das willst. Ich habe dir schon gesagt, du bist kein Gefangener hier. Du entscheidest, geh, denke nach. Sicher kommst du wieder. Doch bevor du gehst, brauche ich die Maske zurück. Gar nicht, dass ich dir nicht trauen würde. Du verstehst, es ist eine Gesellschaft. Oh, und Ingrid? Bleibt hier, oder was? Sie will nicht hier bleiben. Bitte, ich muss gehen. Hier. Und Loki? Der lässt mich nicht gehen. Wenn du dich bereit fühlst, unsere Arbeit hier wieder fortzuführen, dann wird dich Hugin in deinem alten Haus erwarten. Du lagst falsch, aber dennoch bist du hier weiterhin willkommen. Ja, damit er seine Maske bekommt. Und sag Hallo zu Mimir von mir. Garm, Garm. Okay, lass schnell lesen. Ich weiß, dass ich bei dieser Kreatur einen großen Fehler gemacht habe, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich einfach nur einen angeketteten Wolf in einem schlechten Zustand sah. Ich dachte, dass er glücklich oder vielleicht sogar ein Freund werden könnte, wenn ich ihn befreite. Wie hätte ich auch nur ahnen können, dass er Welten aufreißen und absolutes Chaos anrichten würde. Ich weiß, dass er sehr verletzt worden sein muss und Tiere sind gefährlich, wenn sie leiden. Aber ich wünschte, er hätte sich von mir helfen lassen. Jetzt weiß ich nicht, was mit ihm geschehen wird oder mit uns allen. Sein würde, zurück zu sein. Fenrir müsste schwarz sein? Was für Theorien aufgestellt werden? Ja! Vielleicht eine Weile warten. Wenn du nicht so in dieser... Deswegen finde ich das so spannend, weil ich habe halt nicht so die Ahnung von der nordischen Mythologie. Nur durch God of War halt und durch meinen Chat so ein bisschen. Deswegen habe ich so kranke Theorien im Kopf und deswegen finde ich das Spiel so geil. Es ist unnormal spannend, finde ich. Oh, hier kurz Game of Thrones. Oh, hallo. Oh mein Gott. Nee, wir wissen nicht. Stimmt, wir wissen nicht, was mit der Schildkröte passiert ist, ne? Kann man die besuchen? Stimmt, die hat sich immer noch nicht um die Schildkröte gekümmert, die Freya. Wie konnte ich es so vermasseln? Du hast es nicht vermasselt. Ich glaube, du hast was Gutes getan. Ich glaube, Garm zu befreien war gut. Er weiß es nur noch nicht. Also dann, ich werde ihm gegenübertreten. Diesmal laufe ich nicht weg. Gut, fast zu Hause. Es ist gut. Alles wird gut. Papa gegenübertreten. Nein, nein, nein. What? Du bist es, warte. Du bist es. Schütz dich selbst. Was? Wie gerufen. Töte mal was. Ja, ich töte mal was, okay? Leo, pass auf. Yo. Wait, war das Garm? Habe ich gesehen, Günni. True. Oh. Oh, oh. Oh, hey, Brock.
Aua! Aua! Atreus, komm, hilf mir mit dem Zauber. Okay. Ich leite dich an. Oh, wir zaubern jetzt. Let's go. Sag mir wann. Laisa Riva. Laisa Riva. Laisa Riva. Oh. Jetzt kommt Kratos. Daddy. Vater. Hoch mit dir. Daddy ist da. Ich werde sie ablenken. Oh mein Gott, ich bin sauer. Oh ja. Daddy ist sauer. Ich soll mich Daddy sagen. Papi. Party. Mein Gott. Alter. Hey, ich kann gerade nicht weg. Boah, ich konnte gerade nicht blocken. Fuck. Oh Gott. Oh, Tier mit Schild? Ist es vorbei? Trotz deiner Untätigkeit. Wo ist Atreus? Atreus? Hat der Ausreißer all das hier mitgebracht? Oh. Jetzt halt still. Ich sag doch, das ist nichts. Oh, du blutest. Heul nicht so rum. Boah, das ist ja schon der Epic, Alter. Oh, oh, oh. Wie nenne ich dich? Starke Frage. Oh. Oh. Sohn. Einfach Sohn. Oh. Atreus. Was ist passiert? Ich bin schuld. Die Hehlläufer sind überall. Überall. Das ist nicht deine Schuld. Doch ist es. Da war ein Wolf in Hehl. Er war in Ketten und ich habe ihn befreit. Ich dachte, wenn... Garm! Ach, verdammt, Junge! Garm ist frei! Garm? Garm wurde befreit? Das ist Wahnsinn, aber doch nicht von dir, Kleiner. Wenn der Hund von Hehl frei ist, zerstört er das Gefüge der Welten. Hehlläufer sind erst der Anfang. Wie konntest du nur? Ja, das einen Fehler zu nennen, wäre noch untertrieben. Was trieb dich zu so einer Tat? Ist das Lokis Werk? Genug. Lasst ihn. Atreus hat einen Fehler gemacht. Wir werden ihn gemeinsam beheben. Oh. Toll. Wenn es euch nichts ausmacht, bleibe ich hier. Ich hab die Nase voll von Helheim. Hm.
Problem? Ich kenne keinen Weg zurück nach Helheim. Frag mal das Eichhörnchen. Ich muss sofort mit euch sprechen. Auf der Stelle. Ich habe eine Trophäe erhalten. Wow. Herrschaften, entschuldigt meinen schroffen Ton. Aber was zurzeit in Helheim passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Ich muss darauf bestehen, dass ihr sofort etwas dagegen unternehmt. Ich bitte dich, kehre sofort nach Helheim zurück und mach das, was du getan hast, rückgängig. Okay, also finden die alle kacke, dass dieser Wolf frei ist. Aber vielleicht hat es Atreus aus Instinkt gemacht und eigentlich hilft uns das. Tu es nie wieder. Weil vielleicht keiner weiß, dass uns das helfen könnte bei Ragnarök. Ich habe keine Ahnung. Und bitte, vermasselt es nicht. Jetzt sagt Freya, sie soll zurück zur Schildkröte, ja. Zurechtweisen? Nein. Oh. Ich bin erleichtert, dass du sicher bist. Na gut. Wow. Vielleicht sollte ich öfter weglaufen. Atreus. Nur Spaß. Tut mir leid. Wo hast du denn den neuen Speer her? Brock hat ihn gemacht. Aus Dröpnir. Was ist das? Ein Ring. Was hat es mit ihm auf sich? Ich weiß es nicht. Du warst nicht da, um zu fragen. Ha, er kann es nicht lassen. Wenn alle sagen, es ist scheiße, dann ist es vielleicht doch nicht so gut. Ja. Ich weiß nicht. Ah! Atreus. Er hat bestimmt nur Angst. Er hat wirklich lange in Ketten. Die tun ihm nicht weh, ja? Oh, jetzt schon wieder so ein Kackvogel. Oh, ich dachte, es ergreift mich direkt an, ne? Na los, wir müssen rüber, bevor ihr noch mehr Weltenrisse öffnet. Ah, shit. Shit. Oh, diese Kackvögel immer. Ah! Kann dein neuer Speer das Teil aus der Wand brechen? Sieht recht brüchig aus. Habt ihr ein bisschen Zeit mitgebracht? Ja, ne? Okay, ich warte jetzt hier. Jules, danke schön für die 30 Bits. Meine Oma ist hier sicherer. Dankeschön. Ey, danke, Jules. Nein, ich schaff das jetzt. Achtung, der kommt doch jetzt. Ich warte hier. Ist nicht schlimm. Ah, meine Axt! Oh, ich hatte keine Axt in der Hand. Keine Sorge. Wir schaffen das. Was für ein scheiß Vogel. Wirklich. Einfach drücken. So ein Scheißvogel, der muss doch irgendwann mal hier reinfliegen. Ah! Ha! Gott. Vogel ist Endgegner. Ich müsste... Oh mein Gott. Oh, am einfachsten ist es schon hier vorne, oder? Ja, zum Glück haben wir Zeit. Echt so. Der Baum in Nibelheim hat einen neuen Gast. Kack. Oh nee. 2000 Jahre später. Ja. Wir schneiden das einfach im YouTube-Video so, als hätte ich es beim ersten Mal geschafft. Oh, ich habe eine Idee. Speer.
kann. Oh, Windkräfte. Toll. Ah. Windkräfte. So, lieber. Was? Nein. Warum? Arbeitest du nicht für ihn? Es ist nicht, wie du denkst. Was er auch verspricht. Man kann ihm nicht trauen. Tue ich nicht. Aber er hat etwas, was ich brauche. Es ist schwer zu erklären. Was hat er denn? Ein Vater. Oh, die YouTube-Videos zeigen nicht die Wahrheit. Uff. Danke dir, Lars, für den Link. Nein, ich glaube, es ist eine gute Sache, dass wir Fenrir, nicht Fenrir, Graum, Grum, die ist ja wohl, befreit haben. Oh, nee, ich brauche meine Axt. I'm sorry, ich brauche die Axt. Nee, die Kling. Rechte Seite, Vater! Schön. Aha. Wir müssen da hoch, aber das Eis ist im Weg. Ich erledige das. Hä? Das klappt nicht. Das sehe ich. Vielleicht ein anderer Winkel. Ja, ich hab mich getroffen. Oder ich hau alles rein. Ein anderer Winkel. Wie ein anderer Winkel. Hä? Okay, ich geh jetzt mal hier hoch. Oh, hier. Der Wind deiner Flügel. Ah. Ah, okay, ich verstehe. Wir krachen mehrere hier rein. Weiter. Geil. Wow, sieht kalt aus. Oh, shit. So wütend. Krank, ey. So geil, das Spiel. Deine Arbeit für Odin. Du sagtest, es sei schwer zu erklären. Warum? Du musst mir einfach vertrauen. Ich weiß, dass es zu viel verlangt. Aber kannst du vielleicht? Was hat er, das du brauchst? Warum sagst du es mir nicht? Es ist kompliziert. Was ist mit dir? Warum hast du eine neue Waffe? Ich dachte, du wolltest keinen Krieg. Will ich nicht. Aber... Es ist kompliziert? Tja, er will halt Heimdall töten, ne? Aber wieso reden die jetzt nicht über diese Prophezeiung? Wegen Eisenwald, ne? Weil keiner wissen soll, dass Eisenwald dingst. Dass es das gibt. Aber Kratos weiß doch von der Prophezeiung, dass er stirbt. Jeder sterben soll. Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Und sorge dich nicht wegen Odin. Ich gehe nicht zurück. Das ist gut zu wissen. Ein Weltenriss. Garm war fleißig. Ich glaube, ich weiß, wie Freya einen verschloss. Wenn's geht, haltet die Feinde fern. Okay. Sag, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Wenn wir diesen Hehlläufern da folgen, sind wir bestimmt Garm. Oh, na toll, na toll, na toll. So sauer. Krank. Leiser.
Boah, das Game, ne? Oh mein Gott. Einfach alle wegschnitzeln. Geil. Strong. Dass ich auf den Maskenball will. Yo. Alter, okay. Oh. Danke, dass du mitgekommen bist. Das musstest du nicht. Oh. Ich bin dein Vater. Ich helfe immer. Solange ich kann. Tja, das ist gut zu wissen. Erzähl, was hast du in Asgard gemacht? Ich habe Dinge für Odin übersetzt. Er hat diese Maske gefunden, mit der ein magischer Riss verbunden ist. Ja, ist alles nicht gut. Ist irgendwie... kompliziert. Ja. Frostfunke? Ich habe eine Waffenverbesserung. Ist es für den Speer? Aber ich habe Leute in meinem Alter getroffen. Freunde gefunden. Ich hoffe, wir sind noch Freunde. Naja, Freunde. Man darf Odinska-Fox-Leuten nicht trauen. Leuten zu trauen muss nicht schlecht sein. Die Tochter von Thor ist schon okay. Vielleicht. Aber ich habe die Einsamkeit satt. Atreus. Finden wir raus, wie dieses Tor funktioniert. Ja? Das Rad blockiert, wenn das Tor oben ist. Okay, also was machen wir? Einfrieren? Das kriege ich ja gar nicht mehr hoch. Die Pfeile bringen da wohl nicht. Ja, das war jetzt irgendwie dumm, ne? Was meinst du? Vielleicht geht das mit den neuen Pfeilen. Das Kettenelement. Werfen Sie die Axt auf verbundene Siegel, um Frost zu übertragen. Ah. Ja. Ah, wir können es auf Frost übertragen. Okay. Gegner von links. Shit, warte mal, erstmal Kiste kurz holen, oder? Okay, Spaß, können wir gerade nicht machen. Ah! Ey Leute, ich mach morgen übrigens einen Bonus-Stream. Wir spielen morgen The Devil in Me. Wird geil. Morgen Abend. Ich glaube so um 8. Wow. Reißt die ganze Welt in Stücke. Über dir! Vorsicht! Oh nee! Shit, 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 shit. Fenrir. Ne, ich sag mal Fenrir, das ist gar nicht Fenrir. Heute so lang Stream bis GOW durch. Oh, das war eigentlich mein Plan. Ich habe aber morgen Frühschicht. Oh, Gameplay. Raid, Raid, it's Raid.
Gameplay, vielen, vielen Dank für deinen Raidy hier. Dankeschön, was habt denn ihr gespielt heute? Danke sehr. Hello. Was geht ab, meine Liebe? Wie war der Streamy? Bis 6 Uhr durchmachen sollte möglich sein. Perfekt. Ah! Euer Breathed spielt geiles Game. Geil, geil, geil. Hallo Raiders. Oh mein Gott. Ist kalt genug? So aggressiv. Stimmt, Garm. Garm heißt der Wolf. Ich muss irgendwie immer an Fenrir denken. Vielleicht ist das der Bruder von Fenrir oder so. Oder nur ein Deckname. Gameplay, danke für dein Raidy. Okay, warte mal, wo geht's hier lang? Wo geht's lang, mein Junge? Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Irgendwie schon hier rüber, oder? Ah, okay, I see. Brauch einen anderen Winkel. Für mein Sperli. Aha. Noch einer von links. Echt jetzt? Kriegst einen Schuss. Okay, klingen. Krank. Holy shit. Okay, und los. Boom. Ein leichter Kampf. Noch mehr. Komm nicht mal ran. Hinter dir, pass auf. Okay, hab ich. Boah, krank. Yo, Chaossturm. Schön. So, kann ich mir jetzt die Kiste holen? Nee. Immer noch nicht. Ah. Okay, mein Junge. Boah, geil. Immer. Ah, doch, jetzt. Dachte schon. Immer noch nicht. Nein, ist es absolut. Ich verstehe das, Frozen. Ich würde es auch tun. Ich würde es auch tun. Eine Reihe von peitschenden Klinghieben versenkt nahe Gegner. Okay, was ist jetzt cooler? Das? Ich glaube, das macht mehr Schaden. Let's try. Oh mein Gott. Oh, ich dachte, wo macht denn der hin? Alles klar. Der ist einfach weggejumpt. Garm? Garm, wo bist du? Atreus, ich will nicht, dass du dich einsam fühlst. Aber deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, hilf mir, sie zu verstehen. Odin will Ragnarök nicht. Ich weiß, ihm ist nicht zu trauen. Weil er dann stirbt. Aber ich brauchte seine Hilfe. Ich kann Ragnarök auch nicht zulassen. Weil er dann stirbt. Ragnarök hätte für ihn nur Nachteile, oder? Jumpscare durch Jump. Ich bin gerade wirklich erschrocken. Mein Kopf wirklich voller Theorien. Ah, danke, Minion. Ich hätte dir geholfen. Ich weiß, aber... Halt! Er ist hier!
Oh? Wow. Ist gut. Ist schon gut. Alles gut. Er kann mit ihm reden. Riech mal, riech mal. Warte, wir wollen nur... Oh, nee, auch noch. Hinter dir! Vorsicht! So, wann die denn immer von hinten an mich ran? Hallo? Shit. Du bist eingefroren. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Spaß, mir geht's noch nicht gut. So sauer. Na los. Was ist das hier? Wisst ihr, was mir geholfen hat, meine PlayStation 5 zu bekommen? Es gibt so eine App, die heißt PS5 Vorraum. Da bekommt ihr immer eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, sobald ihr irgendwo verfügbar ist. Ihr müsst nur noch draufklicken, schmeißt in den Warenkorb und dann let's go. Oh, Jules, danke schön für die 50 Bits. Sie ist hey, liebe super, super gute Mandy. Ich muss jetzt leider auch in die Haie. Leider schaffe ich diese Woche nicht mehr anzukommen. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Stream, ein schönes Wochenende. Jules, vielen, vielen, vielen Dank für deine Bits. Sie ist vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir eine geile Restwoche. Danke dir für deine Zeit und für deine Bits, Jules. Danke sehr. Komm du auch gut ins Bett. Wenn Odin Ragnarök wirklich vermeiden will, sind wir uns einig. Ja, wozu stand der Speer? Zu deinem Schutz. Hast du dafür keine anderen Waffen? Doch. Oh, ich brauche ganz viel Hacksilber. Was machen die denn hier? Oh, wer ist das denn? Oh, ja. Gutes Argument. Oh, nee. Oh, das sind hier Magni und Modi, diese Kinder von Thor. Natürlich sind die hier. Schiff! Hinter dir, pass auf! Oder die waren es doch, ja. Toll. Oh nee, wer kommt jetzt noch? Wer ist das jetzt? Ein Springer. Ich hasse es, gegen die zu kämpfen, wenn sie leben. Oh nee, Chat. Ah, warte mal. Oh, das sah schmerzhaft aus. Ja, das hat ein bisschen wehgetan. Nun. Okay. Ein Springer. Den machen wir nochmal. Wow. Hallo. Oh. Okay, ich lieber nicht dodgen. Also lieber nicht parieren, sondern einfach weg. Hinter
getippt. Jo. Die Axt auf das leuchtende Ding. Ja, ich. Oh. Oh, sein komischer Helm ist weg. Und dann der Speer. Ich habe geredet. Jetzt bist du dran. Wir sind nicht gleich. Ich bin der Vater. Aus der Frage aus. Du spielst das Schwert. Nee, auf normal sogar. Okay, wie? Oika. Oh, müssen wir das wieder so... Pfeile bringen da wohl nichts. Ah. Bitte. Geil. Schlaf gut, Sora. Vielen Dank für deine Zeit heute. Danke sehr. Ich finde es auch so geil, wie viel Spielzeit man einfach hat für das Geld. Wie schön dieses Spiel einfach ist. Aber du bringst die nicht um, ja? Ich verspreche nichts, aber ich versuche die Bestie nicht zu töten. Okay, jetzt, ich glaube, es kommt Atreus' Big Moment, wo er mit diesem Wolf sprechen wird oder so. Oder sich auch in einen verwandelt und dann, weiß ich nicht, jaulen die zusammen oder so ein Scheiß. Aber nicht wieder anketten. Der Arme. Oh, na klar. Sind das schon wieder diese zwei Kackbrüder? Ja, ich bin auch dafür, Diva. Kein Weg weiter. Es scheint eine Mulde in der Wand zu sein. Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal nach dieser Schildkröte gucken gehen können, aber eigentlich schon, oder? Ich meine, die ist doch in Midgard auch. Ist dein Speer hinein? Schon wieder anderer Winkel, oder? Anderer Winkel. Sind wir gerade von hier, sind wir durchgekrochen, um da durchzukommen? Ah, nee, hier ist noch was. Mhm, Geld? Hacksilber, geilo. Jetzt kann ich rüber. Bitte steh nicht auf, vielen Dank. Keine Ahnung, leidvoll. Oh, neuer. Das macht auf jeden Fall viel mehr Schaden. Oh, aber warte mal, wir können jetzt auch. Ah, okay, ich hab noch keinen. Warum liegt bei mir kein Geld in der Wand? Same. Zu schön. Ich gehe eher Schritt für Schritt vor. Du sprichst aber nicht von Garn. Du kannst Odin nicht überlisten. Bis jetzt klappt es. Wirklich. Oh, der Arme. Ich will dem Wolf helfen.
Der kann doch, nicht so kacke sein. Ja, ja. Ja, ich habe schon Wölfe gezähmt. Ja. Wir zähmen den jetzt. Ich bin auch dafür. Was ist das? Oh! Du bist eingefroren. Geht's dir gut? Nee. Chad, seid ihr bereit, einen Wolf zu zähmen? Hinter dir! Vorsicht! Schon wieder die beiden. Die müssen doch jetzt mal tot sein, diese Kacksöhne von Thor. Boah. Die gehen mir aufs Schwein. So, das ganze Silber hier noch mitnehmen. Wow, guckt mal. Boah, ich bin auch bereit. Gut, ich lenke Gama. Du frisst mit der Axt deine Ketten ein, damit er nicht davonläuft und sie einhält. Zu gefährlich. Das ist ein guter Plan. Los! Warte! Oh. Mach einfach. Glaub an deinen Sohn. Oh, ich glaube, die Szene wird sehr epic. Was soll ich jetzt machen? Bevor Garm entkommen kann. Oh mein Gott. Oh Gott. Atreus, los! Naja, ist gut, Kumpel. Ist dir gut? Wir sind fast... Deine Verwandlung. Hat Odin dich gelehrt, sie zu kontrollieren? Nein. Wir verlassen uns nicht auf sein Wissen. Nächstes Mal machen wir es auf meine Art. Jawohl. Jawohl. Wow. Kampffläche. Die Mucke auch. Okay, auf zum großen Wolf. Oh, wie viele. Silberstufe abgeschossen. Töten Sie Brut und Legion. Ist das nicht absichtlich vermasselt, oder? Und wer hat hier kein Vertrauen? Oh, Vertrauen, Vertrauen. Geduld. Wir finden einen Weg. Boom. Boah, Silent Hill wird auch geil. Das kommt ja auch raus nächstes Jahr, oder? Und schwupps. Oh, nee. Boah, das war krank. Meine Pfeile, verlangsamen Sie. Oh. Okay, lass mal ragen hier. Ah! Ist kalt genug? Shit! Oh, ich bin gleich tot. Shit, oh Mann. Wow, shit. Ja, wir spielen safe, Silent Hill Chat, auch Resident Evil 4, wenn's rauskommt. Über dir, pass auf! Jetzt kommt hier diese Kacke. Das hat er wehgetan, hä? Huh? Du hast das DLC schon gespielt? Yes, ist auf YouTube sogar. Hinter dir!
War geil. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass das so lange geht. Wir machen das auf meine Art. Deine Art. Das ist das, was du glaubst. Aber könnten wir nicht? Wir haben die Macht, den Schaden durch diese Kreatur einzudämmen. Wir nutzen sie. Was war das denn? Wegen dieser komischen Viecher. Ich habe noch nie Silent Hill gespielt. Das wird mein erstes Mal. Ich habe mir mal Let's Play angeguckt, aber nie selber gespielt. Aber auch nicht das ganze Let's Play angeguckt. Okay, auf geht's zum Wolf. Jetzt aber wirklich. Du hast es auf Platin geschafft? Wow. Nein, tut ihm nicht weh. Oh Gott, der arme Wolf. Hä? Wie jetzt? Wir kämpfen gegen den. Ich denke, wir zähmen ihn und sind nett und wollen ihn nicht wehtun. Ich will den nicht töten, Chat. Der Arme. Oh, armes Baby. Wir müssen uns nicht bekämpfen. Ja. Es ergibt keinen Sinn, Atreus. Doch. Es ergibt Sinn. Ich will auch nicht gegen ihn kämpfen. Boah, armes Baby. Oh nein! Pass auf die Ketten auf! Holy shit! Ja, Mann! Oh, der Arme! Oh, ich will das gar nicht machen, Chat! Der tut mir... Nein! Armes Baby! Atreus, mach mal was jetzt. Reicht jetzt. Shit. Aua, aua, aua. Oh, shit. Keine Gnade zeigen. Doch. Oh Mann. Komm, Atreus, mach bitte was. Atreus! Boah, der ist strong, ey. Oh, ich kann irgendwie hier gerade nichts machen, so wirklich. Oh, der Arme, oh mein Gott. Noch mal an die Ketten oder so? Boah, ich bin dead. Ich bin so dead. Scheiße. Ich bin dead. Boah, das ist intens. Holy shit. Und das haben die leider nie gefinished, ne, Diva? Leider nicht.
soll doch rauskommen, echt? Keine Gnade zeigen. Ey, kranker Kampf. Hey! Ich brauche die Kette von ihm. Oh mein Gott. Aber ich kann sie gerade nicht einfrieren. Ah! Boah, ich kann es halt auch echt nicht dodgen, ne? Okay, der Wolf ist verdammt schwer. Ich komme so schnell gar nicht weg von dieser Schnauze. Wenn der so nach unten kommt. Wie soll ich so schnell da wegkommen, bitte? Irgendwie an dieses Ding. Ich kann es aber nicht mehr einfrieren. Oh, der Arme. Boah, nee. Wie soll ich... Nee. What? Holy shit. Er macht sich wohl angriffsbereit. Ganz, ganz dringend Heilung. Ich bin tot. Holy shit, der ist fucking schwer. Wir lassen mich nicht von vorne anfangen. Okay, gut. Er macht sich wohl angriffsbereit. Boah. Der ist tricky. Alter? Alter?
Ich kann da nicht weg. Ich kann da einfach nicht so schnell weg. Wie soll das funktionieren? Ich kann... Auch mal Heilung. Habe ich jetzt Heilung? So ein bisschen. Guck mal. Ey, Let's Play Buddy, was geht's? Glaube ich dir. Ich hoffe, dass es bald auf dem PC rauskommt. Und hallo God Killer, was geht? Holy shit, also ich habe echt Probleme mit Garm hier. Minion! Hier, wie zum Pick soll ich hier so schnell wegkommen? Ich brauche Heilung. Shit. Boah, das war knapp. Oh nein, ich bin tot. Boah, es ist so schwer, so schnell zum Schild zu greifen. Ich finde den echt schwierig, den Gegner. Wow. Er macht sich wohl angriffsbereit. Oh, let's go, Killer. Shit. Okay, ich muss auch... Also die Abklingzeit ist halt auch, ne? Was zum Fick? Okay, Chaos klingt. Guter Call. Guter Call mit den Klingen. Junge, 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 ey. Atreus, wie wär's, wenn du jetzt irgendwas Wolfsmäßiges mal machst hier? Oh Gott, es ist so... Kriegen wir denn heute noch? Ich würde es sehr gerne schaffen. Ich habe übelste Probleme, den zu bekommen. Oh, scheiße. Wenn er so nah kommt mit seinem Maul. Ja, alles klar. Ja.
Perfekt. Ich habe halt gar kein Damage gemacht. Okay. Shit. Oh, der tut mir immer noch übelst leid, ne? Ich muss diese Klinge hier schon wieder einfrieren. Oh shit. Okay. Ich hab ihn gleich. Wir könnten es schaffen jetzt. Echt kranker Gegner. Aua. Geh die Kette ein. Vertrau mir. Oh nein, meine Axt. Schnell. Sie an der Kette. Warte. Yo. Oh. No. Oh, ich dachte, wir quatschen noch ein bisschen mit dem. Es ist vorbei. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Nein. Ich wollte den nicht töten. Warum hat Atreus nicht seine komische Power gemacht und wir hätten den kontrolliert oder so? Steffi, was geht ab? Hello. Allgemeine Stream-Kontrolle. Dürfte ich mal ihre Abos sehen und ihr Chat ist am Eskalieren? Wenn ja, sehr gut. Weitermachen. Wenn nicht, warum haben sie den Chat nicht unter Kontrolle? I'm sorry, Steffi. Was geht? Vielleicht kann sich jetzt Atreus in den verwandeln oder so. Jedes Tier, was gestorben ist, in das konnte der sich verwandeln bis jetzt. Och Mann. Dafür ist keine Zeit. Der hätte Odin töten können. Können wir jetzt nach Hause? Atreus. Ich weiß. Schließ dein Herz davor. Die nächste versperrte Tür. Oika! Oika! Siegelpfeile bringen da wohl nichts. Nee, irgendwie bringen deine Siegelpfeile hier nichts, Atreus. Hast du eine Idee? Vielleicht können wir mit meinen Siegeln den Frost zum Rad bringen. Aber das hat ja gerade nicht funktioniert, oder? Oh, neues Schild!
Jo. Ey, läuft gut, Steffi. Geiles Spiel, krank. Schönen Feierabend, dir, Steffi. So ein krankes Spiel, wirklich. Aber ich kann es hier nirgendwo befestigen, irgendwie. Wo soll ich es denn da... Das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert nicht. Gegengewichte? Sie könnten als Frostbrücke dienen. Gegengewichte? Nochmal runterlassen? Nee, das funktioniert auch nicht, mein Junge. Siegelpfeile bringen da wohl nichts. Ja, wir brauchen doch aber Siegelpfeile, oder? Hä? Boika. Hä, das geht doch gar nicht. Ah, diese Kacke mit den Pfeilen immer, ne? Das hasse ich. Und wenn er einfach durchgeht und mal guckt, was da drin noch so ist? Hier geht nichts mit Gegengewichten. Ah, jetzt. Warum jetzt? Offenbar richten Siegelpfeile hier nichts aus. Doch! Okay, hier unten geht's aber. Boika, sagt er das nicht? Los, das Tor ist offen. Als du weg warst, war ich bei den Nornen. Sie sagten mir, Heimdall wollte dich in Asgard töten. Ja. Heimdall? Die Nornen? Mhm. Daran glaubst du nicht. Was war das? Der Wolf. So sauer. So sauer. Los, das Loch im Boden. Zurück? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Jetzt reden. Ist es nicht? Bleib nicht stehen. Lauf. Rede mit dem. Nach draußen. Schnell. Boah, zum Glück lebt er aber noch. Los, mein Junge. Oh mein Gott. Wow. Gum! Not again! Bitte! Ach, sein... Ah. Das funktioniert nicht. Doch. Spring. Holy shit, was passiert hier gerade alles? Nach Hause. Wenn wir ihn nicht finden, überschwemmen die Toten weiter die Welten. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen lernen. Vielleicht weiß ich, dass ich Chaos brauche. Was hast du noch gelernt? Dass wir einander vertrauen müssen. Ja, von Thor. Toll. Ey, Buddy, danke für dein Follow. Kannst du mir eine fixe Erklärung zum Speer geben? Wir haben den Speer von einer Meerjungfrau bekommen. Ja, und was wir eigentlich machen können, ist immer so 5 Dinger schmeißen. Der ist ziemlich cool. Hast du das? Wo ist der? Atreus.
Oh mein Gott. Es ist... nochmal? Ist sie gut? Ja, jetzt kämpfen wir. Atreus, dein Augenblick. Time to shine, bitte. Rede mit dem Wolf. Er muss Schwachstellen haben. So, wenn ich jetzt noch was treffen würde. Atreus, mein Junge. Auf die Stelle am Hals. Siehst du sie? Ja, aber irgendwie. Dann soll das doch weitergehen. Okay, ich befreie ihn komplett von den Ketten jetzt, oder was? Hinterbeine? Ja, ich muss hier reinschießen. Holy shit. Ich muss an seinen Hals kommen. Komm schon, dann gehen die Ketten vielleicht ab. Na los, bleib liegen. Bleib liegen. Oh, nicht schon wieder umbringen. Er bleibt nicht liegen. Wieder zurück. Das ist seine Natur. Müssen wir das ändern? Schnell! Er kann jetzt nicht jemand töten kann. Warte, ich kann das beenden. Wie? Du musst mir auf seinem Rücken helfen. Was? Vertrau mir, bitte. Auf seinen Rücken? Dann auf deine Art. Ah, okay, ich brauche mein Speer. Oh mein Gott. Ja, warum block ich eigentlich nicht? Die Welt nicht weiter zerstören. Kann Atreus jetzt nicht drauf oder so? Ich weiß nicht, wie wir Atreus da draufbringen können. Also der Wolf, der gibt mir heute echt einen Rest, ne? Also... Wow. Ist ja keine Seele, die man töten kann. Warte, ich kann das beenden. Warte mal, muss ich gleichzeitig machen? Ich muss mir auf deinem Rücken helfen. Was? Vertrau mir, bitte. Ich schaff das. Dann auf deine Art. Jetzt reicht es! Oh! Atreus, kannst du... Hatte ich oben, war gut. Kannst die Welt nicht weiter zerstören! Ah! Oh mein Gott, wo denn hin? Auf alle Ketten vielleicht? Oh, jetzt hoch! Das ist unsere Chance! Bitte, greif an! Du musst hoch, Atreus. Nein, R3 drücken, nicht Rage. Oh mein Gott. Holy shit. Jetzt!
Boah, Atreus, Alter. Funktionier bitte, bitte. Mach einen Zauber. Oh nein. Weg, ja! Der Arme. Was ist passiert? Wir müssen ihn finden. Los! Weg, ja. Oh, shit, Mann. Jo, schon 7 Stunden live. Yes, yes, yes. Heute langer GOW-Stream. Ist aber auch krank heute. Suchen wir einen anderen Weg hoch. Was hast du getan? Der Zauber, bei dem du mich zu Hause sahst, als Fenrir starb. Seine Seele? Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen seine Seele in mein Messer. Seelen... Dieser Wolf wird zu Fenrir. Weil die Seele von dem Zuhause Fenrir in diesem Messer ist. Sind mächtig. Also dachte ich, Fenris könnte... seine Natur ändern. Ja, mal sehen, ob es geklappt hat. Oh, dann heißt es ja, dass Fenrir Odin töten wird. Wenn der Wolf jetzt schwarz wird, dann wissen wir, dass es Fenrir ist. Der Fenrir. Als ich dich in Midgard fand, bevor Freya angriff. Oh mein Gott, imagine, das passiert jetzt. Warum? Ich sah eine Prophezeiung. Du lagst in meinen Armen. Guck mal, die Ketten. Ich sah sie auch in Jötunheim. Was? Du wusstest? Deshalb hast du mich so hart trainiert. Eines Tages musst du überleben. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Nein. Jede Reise geht mal zu Ende. Nicht unsere. Nicht so. Unser Fenrir wird zum Big Fenrir und knetet Odin um. Oder? Das ist jetzt mal meine Prediction. Ist er schwarz geworden? Er ist schwarz. Alles gut. Tut mir leid. Es ist vorbei. Versprochen. Och, Baby. Fen? Bist du's? Oh! Okay, aber er ist noch nicht schwarz. Braver Junge. Cute. Oh, Mausi. Ja, hast mir auch gefehlt. Oh, ich heule gleich. Oh mein Gott. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Screenshot. Fenrir, jetzt Big Boy. Geschafft. Oh. Was frisst der so? Oh mein Gott. Ist das möglich? Baby. Durch Riesenmagie. Ich hab dazugelernt. In Asgard. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein. Ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Jetzt gib ihm doch ein Leckerli. Komm, guck mal, wie der angekrochen kommt. Oh, oh mein Gott. Siehst du, du kannst mir vertrauen. Heim. Der geht jetzt nach Midgard. Das ist vollbracht. Wir sollten die anderen informieren. Nun. Im nächsten. Ich schätze, wir haben jetzt einen übelsten fetten Wolf in unserem Team. Also. Als die Nornen dir sagten, dass Heimdall mich töten will, dafür ist dein Speer gedacht, oder? Richtig. Heimdall ist ein Idiot, aber so bist du doch nicht mehr, oder? Ein Göttermörder. Du willst keinen Krieg. Doch. Nein. Aber ich werde alles tun, damit du sicher bist.
will schon einen Krieg. Toll, es ist offen. Vielleicht könnt ihr mit den Siegeln das Rad da oben einfrieren. Ja, juhu. Oh. Wait. Euke. Siegelpfeile bringen da wohl nichts. Ich glaube, wir brauchen mehr als ein Siegel. Aber wohin damit? Also hier unten geht's? Geht auch so. Oh, Gulag, vielen, vielen Dank für 450 Bitsies. Was geht ab? Und. Dankeschön. Gulag, was geht? Ja. Wo machen wir denn aber das andere dran? Mein Doggo wartet auch. Ich gehe jetzt noch nach Midgard zurück und dann gehe ich auch mit meinem Doggo. Siegelpfeile bringen da wohl nichts. Oike. Wo soll denn hier aber noch ein anderer Siegelpfeil hin? Wie soll man da drauf kommen? Das da irgendwo an die Seite zu kleben. Wieso funktioniert denn das jetzt hier nicht? Siegelpfeile bringen da wohl nichts. Hä? Also. I don't get it. Mach nochmal. Warum kümmert es nicht, was sie sagen? Ist das für ein Doggo einen Schäfer- und Pinscher-Mix? Mehr Pinscher als Schäferhund. Hm. Die muss jetzt auch mal schnullern. Ich habe jetzt lange gestreamt. Oh, der, ist es der Wolf? Oh. Oh, ist es der Rabe aus dem ersten Teil? Hey. Gleich. Greift er uns jetzt auch an? Oh, süß, sie sind auch cute, Buddy. Hey, da ist Reichsvelgir. Sollen wir mit dir reden? Heißvelgir. Ist ein Mädel oder ein, hast du einen Rüden oder eine Hündin? Reichsvelgir! Garmolai Sakerko! Och, süß, Buddy. Der klingt unnormal gruselig. Sie sagt, dass es 6 Risse zu schließen gibt und wir keinen Dank erwarten sollen. Sie hätten nie geöffnet werden dürfen. Sie hat nicht unrecht. Sie ist gruselig. Welt ist deiner 14 schon, wird es bald 15. Ich habe ein Oldie at home. Und die ist auch seit der Geburt, ist die herzkrank. Also ich finde es sowieso krass, dass sie so lange durchhält. Ist echt heftig. Okay, was meint ihr? Was sagen unsere Freunde zu unserem neuen Haustier? Ja, gute Pflege, das stimmt. Hm. Ich liebe die Maus. Das mystische Tross verschüttet. Ich mach das. Okay.
Ja, ne, die war dann scheiß drauf. Wir nehmen den Hund mit. Was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argwöhnisch. Mit dir. Soundbug? Jetzt und vorher. Ich hab dich verjagt. Oh. Und ohne dich war ich leichtsinnig. Zu selbstsicher. Hab dumme Fehler gemacht. Mhm. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein. Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden. Deines Namens würdig. Oh Gott. Ich war der, der nicht bereit war. Er ist stolz auf ihn. Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns. Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Hm. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja? Oh. Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst. Atreus. Es tut mir leid. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Gehen wir heim. Hm. Oh Gott, das ist süß. Geschrieben, das nicht gelöscht werden kann. Weißt du noch? Prophezeiungen sollten nicht unsere Entscheidungen steuern. I can't, das ist so cute. Unser eigenes Schicksal. Ja, wir lassen jetzt einfach Fenrir Odin töten und dann fertig. So, was sagen unsere Freunde dazu? Moin. Willst du noch was erledigen, bevor wir zu Sindri gehen? Nein. Nein. Zuerst holen wir Mimir. Dann sagst gleich. Du uns, was du in Asgard erfahren hast. Danach sehen wir weiter. Er ist wirklich wie ein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Sie scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Hm, davon wollte ich sie auch überzeugen, aber... Wann war das? Ja, bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so. Sie hat mich nicht getötet. Ich habe nichts gesagt. Geil. Ey, viel Spaß mit dem Wuffelbuddy. Vielen Dank für dein Follow. Ich gehe jetzt auch gleich offline, ja. Ihr seid es. Die Katzi noch ist es gelaufen? Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Der alte Garm ist also hinüber, ja? Ja, quasi. Atreus, deine Entscheidung nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat, das werde ich nie verstehen.
Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Habe ich? Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding? Eine Sackgasse. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Morgen? Morgen gibt's The Devil in Me. Vielleicht spielen wir noch God of War, mal gucken. Aber ich denke, am Sonntag beenden wir dann God of War. Du irrst dich, Mimir. Die Maske ist nicht gefälscht. Die Riesen schufen sie nicht. Und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Geil. Geiles Game. Ein Orakel. Mehr, viel mehr. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Dafür hat Odin mich gequält. Nachmittag, Günni. Schätze ich. Ich werde es nochmal auf Insta posten oder so. Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen. Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Ja, meinst schon. Ich hasse den. Wir schreiben unser Schicksal neu. Auf andere Art. Oh. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Wir gehen zu ihr, wenn wir können. Unsere Schildkröte.